Sie haben ja in Ihrer letzten Rede im Bundestag, haben Sie eine leidenschaftliche Rede gehalten und haben unter anderem die Abgeordneten ermahnt, gerade die der Regierungsfraktionen, damals noch nicht wissen, dass es die gleichen sein werden wie jetzt, haben Sie gesagt, die sollten sich etwas kritischer mit der eigenen Regierung beschäftigen und so ein bisschen ermuntert quasi zum Streit. Sind Sie jetzt da zufrieden, wenn Sie sagen, ja, das fängt eigentlich, also weil Streit ist ja genug vorhanden, fängt das eigentlich ganz gut an? Naja, also da wir gerade gestern die Regierungserklärung aus bekannten Gründen viel später als sonst üblich gehört haben und gerade heute und morgen noch die Debatte über die Regierungserklärung stattfindet, ist es jetzt sicher zu früh, um die Frage zu beantworten, gibt es da eine andere und bessere, ausgeprägtere Debattenfreudigkeit oder Debattenkultur als vorher. Mir fällt jedenfalls auf, dass manche, die in der Vergangenheit das Fehlen einer prägnanten Auseinandersetzung beklagt haben, sich in diesen Tagen über die Auseinandersetzung innerhalb der Regierungskoalition, nicht zuletzt auch zwischen CDU und CSU, wiederum beklagen. Was ja die alte Lebenserfahrung bestätigt, recht machen kann man es am Ende niemandem. Es ist immer entweder zu wenig oder zu viel, aber richtig ist es offenkundig nie. Ja, da ist wohl was dran. Sie haben ja auch den Abgeordneten empfohlen, im neuen Bundestag sich auch intensiv mit der AfD auseinanderzusetzen, und zwar inhaltlich, halt nicht durch Ausgrenzung. Da gab es schon einige Sitzungen jetzt und einige, sagen wir mal, kleine Wortgefechte. Wie würden Sie das beurteilen? Wie sehen Sie die AfD im Bundestag? Wird sie quasi von den anderen Parteien sachlich in der Sache richtig gestellt? Ja, da möchte ich jetzt ungern von außen als Schiedsrichter und schon gar nicht als Zensor auftreten. Das ist für alle Beteiligten, auch und gerade für die schon seit längerer Zeit im Bundestag vertretenen Abgeordneten, natürlich auch eine Situation, auf die man sich zunächst mal einstellen muss. Und dass das dem einen leichter fällt als dem anderen und dass die eine Replik auch vielleicht überzeugender ausfällt als die andere, liegt eigentlich in der Natur der Sache. Jedenfalls, wann immer mich da jemand fragt, empfehle ich dringend keinen rhetorischen Überbietungswettbewerb, schon gar nicht einen in Beschimpfungen und wechselseitigen Verdächtigungen oder gar Verleumdungen zu beginnen, sondern sich um den Nachweis der Überlegenheit der eigenen Vorschläge oder eben umgekehrt um den Nachweis der Untauglichkeit der Vorschläge anderer zu bemühen.